Sie für kleine, mittelständische bis große Unternehmen unterschiedliche Zahlen nennen? Inwieweit sozusagen eine Cloud-Realisierung wie viel Schweizer Franken kostet? Oder ist das immer individuell anwendbar, beziehungsweise veröffentlicht man solche Zahlen nicht gerne, um im Wettbewerb sozusagen noch pitchen zu können? Das ist schwierig zu sagen und kommt individuell auf die Use Cases an und die Services, die genutzt werden. Ja? Bei einem Use Case, wenn es ist beispielsweise die Datenbank Lift und Shift reinzubringen, vielleicht für einen kleinen Partner beispielsweise, insbesondere dann, wenn er, sage ich mal, zu bestimmten Zeiten eben halt diesen Dienst nicht anzubieten braucht, möglicherweise weil seine Kunden nachts oder am Wochenende ihn einfach vielleicht nicht nutzen, kann man sehr preisattraktive Modelle daraus generieren. Ja. Aber ansonsten ist das recht individuell, wie das dort ist. Treiber kann eben halt auch mitunter sein, wenn ich beispielsweise sie im Bankenbereich vielfach in der Applikationswelt mitunter eben halt, wenn die Applikationen heute so vertrieben, Security-Updates sind immens. Das heißt, die Wartung erfolgt auf Kundenseite on-premise. Das heißt, da muss jemand drauf, diese Systeme warten. Ja. Bin ich in der Cloud, kann ich das zentral als Applikationsanbieter herstellen und von daher alleine schon meinen Kunden eben halt preisattraktivere Modelle in der Cloud bieten. Kommen wir zur letzten Frage. Im Bankensektor, im öffentlichen Bereich und im Gesundheitsbereich gibt es sehr sensible Informationen. Das wird ja auch hierzulande ständig diskutiert. Ja. In Deutschland gibt es sehr strenge Auflagen für Cloud-Projekte durch das Datenschutzgesetz, das Bankengeheimnis und so weiter. Das wird in der Schweiz sicherlich nicht anders sein. Wie realisiert man dort Cloud-Projekte in den Branchen? Ja, genau, das ist natürlich in der Schweiz genauso, zum Teil sogar noch strenger. Es gibt auch hier die Bankenaufsicht wie auch in Deutschland. Ja, es gibt auch hier eben halt Gesetze im Bereich des Datenschutzes, der Datensicherheit, zum Teil von Kanton zu Kanton sogar unterschiedlich. Wichtig ist, dass man sehr frühzeitig eben halt dort Datenschutzbeauftragte mit einbindet, ja, oder eben halt beispielsweise diese Behörden auch, um eben zu prüfen, ob der Use Case tragbar ist. Auf der einen Seite auch natürlich die eigenen Contracts. Vielfach wurden den Kunden Zusicherungen gemacht, dass Daten in der Schweiz bleiben. Das muss man natürlich dann auch weiterhin sicherstellen. Ja. Wenn ich mir jetzt insgesamt die Use Cases angucke, die Branchen, die im Bereich beispielsweise des Public Services, ich habe das Beispiel genannt, mit der Wahl. Wahlergebnisse werden eh publiziert ab 18 Uhr am Ende einer Wahl zu einer bestimmten Zeit. Damit sind sie öffentlich verfügbar, auch im Internet. Das heißt, bei diesem Use Case darauf einen digitalen Helfer, einen Digital Assistant, einen Chatbot zu setzen, publiziere ich verfügbare Informationen. Insofern eine Frage des Use Cases, ob mein Cloud-Projekt realisierbar ist. Im Bereich IoT, der Spitäler ist es ja so, ja, das sind sehr sensible Daten, ja, meine Vitalfunktionen natürlich, möchte ich schon, dass das sicher damit umgegangen wird, aber in der Cloud sind es halt Sensordaten lediglich. Verknüpfe ich sie in der Cloud nicht mit der natürlichen Person, wie das ist, eben halt, dann habe ich diese Informationen in der Cloud nicht. Das passiert, die Verknüpfung erst im Spital selber. Ja, dort werden die Sensordaten eben halt mit dieser Person erst zusammengebracht. Insofern dort eine Frage nicht nur des Use Cases, sondern der Architektur, wie ich es designe dort. Wie auch beispielsweise auch, ich höre vielfach im Banking-Bereich, wir sind ein Bankhaus, wir dürfen nicht in die Cloud gehen. Auch das sehe ich anders. Ein Beispiel, es gab in den letzten Wochen viel Auf und Ab in den Finanzmärkten. Bankhäuser vertreiben Finanzprodukte. Ja, natürlich könnten Sie beispielsweise suchen nach Finanzprodukten am Markt, Aktien beispielsweise oder Fonds. Welches waren die wirklich, die sich am besten entwickelt haben in den letzten 3 Monaten? Ja, die interessieren Sie. Und wenn Sie selber sich entschieden haben, das sind vielleicht, das sind diese 1, 2, 3 Produkte und jetzt möchten Sie den Kauf tätigen, dann kann ja
jetzt erst der Kaufservice quasi on-premise im Banking-System im jeweiligen Land dann gezogen werden und die Transaktion dann eben halt nach den Richtlinien sich erziehen. Auch in diesem Fall rein eine Frage der Architekturüberlegung. Wunderbar. Herr Keller, vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte. Danke. Sehr gerne.